Captain Wieland Stottlemyre ist im Begriff, Town of Salem zu besuchen, und zwar als Mafioso. Er war anscheinend zu sehr genervt von Monk, und damit willkommen zu einer neuen Folge Town of Salem Ringed. Nachdem wir Jester waren, nun Mafioso. Ihr kennt meine Meinung dazu. Leider ist der Name Leland Stottlemyre auch zu lang, sodass ich nur den Nachnamen nehmen konnte. Ich hoffe, er verzeiht es mir. Und wir haben mit Qualler einen Konsiliere. Das ist schon mal ganz gut, finde ich. Wir machen das Leland mal in Klammern, weil den wir offiziell nicht benutzt haben. Und wir werden, ja, mit Chilanti claimen. Gefällt mir eigentlich nicht so, weil im Notfall heißt es dann, kill den, um dich zu beweisen. Und das will ich dann nicht machen. Echt, du willst die Nummer 15 attackieren? Naja, sie hat nichts geschrieben. Can't shoot. Want? Upsala. To shoot. But can't. So. Und mal gucken, wie wir überleben. Erstmal wird Zed untersucht. Ist natürlich sehr traurig. Und war immun. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben direkt anscheinend Neutral Killing gefunden. Außer es war ein gejailter Dude. Loviet. Warst du gejailt? Gehealt wurdest du nicht. Und es gibt einen Transporter. Das kann uns sehr viel kaputt machen. Samuel Paris und Qualler wurden also transportiert. Ja, Spy Reveal ist jetzt sehr gut. Samuel Paris verweist darauf, dass ein Town Investigator darauf achten sollte, wenn er den einen besucht hat, dass er den anderen rausgefunden hat. Lustig wäre jetzt, wenn Qualler Samuel Paris untersucht hätte. Dux wurde gejailt und er claimt Survivor. Das heißt für uns auch, dass wir Neutral Killing kennen. Oder den Executioner. Fest steht, ich würde ihn noch nicht revealen. Weil wir brauchen ihn, um die Townies loszuwerden. Es ist zu früh. Karl Marx könnte sowas wie Lookout sein, der Seth beobachtet hat. Deswegen whisper dem zu, hier, Qualler hat dich besucht. Ist natürlich dann gefährlich, wenn es einen Spy gibt. Weil im Notfall muss Qualler zugeben, dass er Nacht 1 Seth besucht hat. Und ein Spy kann dann daraus schlussfolgern, dass er Konsiliere sein muss und eben nicht Invest. Aber okay, wenn wir uns mal anschauen... Okay, er möchte, dass wir Zed killen. Würde ich nicht machen. Weil da wird wahrscheinlich der Ding sein. Er deutet hin, wir sollen Zed killen. Ich würde eigentlich eher seinem Ding folgen, aber... War immun, letzten Willen. Can shoot, but won't. Ich glaube, wir müssen hier auch die Apostrophen reinmachen, die gehören ja dazu. Marty ist tot. Sowie Kirishiki und Postos. Das heißt, wir haben unseren Kill gemacht. Der Jailer anscheinend exekutiert. Und da ist natürlich ein richtiger Vigilante down. Das gefällt mir nicht. Das heißt nämlich, unser Claim wird unwahrscheinlicher. Allerdings haben wir ja ein Lookout, vermute ich mal. Und dementsprechend werde ich jetzt hier einfach mal auf Medium claimen. Es ist ein beschissener Claim, ich weiß. Weil er einfach zu schnell als Scum identifiziert wird. I'm lonely. Ups. Y fehlt. Und natürlich immer noch lonely. Still lonely. Investigator down, das ist für mich ganz gut. Hat er jemanden untersucht? Ja, so viel dazu. Jetzt muss ich wiederum wechseln auf Veteran und ich darf nicht mit Chilanti claimen. No alert. Still saving alerts. Bereiten wir schon mal vor, weil gleich wird gesagt, er muss Mafia sein. Pass auf. I'm not mafioso, I'm the random town
Veteran. Ja, das war klar, dass ich jetzt weg bin. Ärgerlich. Was ist denn wegen Dux? Ach so, wegen dem Survivor Claim und es gab einen Werwolf-Kill, ja. Any Werwolf. Ist halt ärgerlich. Im Notfall will der Jailer mich mitnehmen. Wir kennen dann Laureate, der dann SK sein muss, wenn Dux gejailt war und der Werwolf ist. Von daher haben wir jetzt richtig große Probleme. Da ist schon der letzte Wille. Es war klar, dass das kommen wird. Easy guilty, sagt Zed. Ich werde jetzt übrigens sagen, by the way, 15 ist SK. Aber wobei will ich nicht. Will ich nicht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den SK vielleicht verraten sollte, aber wir brauchen ihn noch, weil der Werwolf heute Nacht exekutiert wird. Und wir brauchen tote Townies. Deswegen halte ich mich zurück. Und es war klar, dass das wieder so enden muss. Ich hasse diese Rollen. Naja. Wir können es nicht ändern, können jetzt nur zuschauen. Hat denn einer meiner Mafia-Mates mich gegiltet oder hochgevotet? Crawler hat gegiltet, ist schon mal gut. Und, wer war nochmal unser Godfather? Ganz kurz abchecken. Jeff the Cobbler. Hat Jeff the Cobbler gegiltet? Hat er? Das ist schon mal gut. Finde ich gut. Haben die mich dann auch hochgevotet, um auf Nummer sicher zu gehen? Crawler war der Erste, mit einer der Ersten, der mich gevotet hat. Das ist sehr gut. Damit ist er erstmal safe vor den anderen. Jetzt werden sie den Jailer loswerden. Aber okay. Der ist down. Das war offensichtlich. Deswegen habe ich den SK halt auch zurückgehalten. Aber der Jailer ist weg. Das ist schon mal in Ordnung. Ich hoffe, dass es keinen Retri gibt. Unlucky if Jest, ja. Kann sein. Glaube ich aber nicht. Betty Paris hat Sheriff reclaimed. Jetzt müssen wir mal gucken. Also er kann halt kein Survivor sein durch den Werwolf-Kill. Jester wäre mir ganz lieb. Aber Werwolf ist halt jetzt halt der Down. Ist halt auch Pech für ihn, dass er Survivor claimt, der Amnesiac stirbt in derselben Nacht. Oder in der Nacht drauf, um genauer zu sein. Und jetzt haben wir hier ein paar Bösewichte. Crips ist kein Sheriff. Ist damit wahrscheinlich der Executioner. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Wer war denn nochmal der Lookout, den ich als Lookout betitelt habe, weil er Sad gewispert hat am Tag zuvor? Sad whispert zu Karl Marx. Oh, das ging von ihm aus. Okay. Ich dachte, Karl Marx hätte zuerst angefangen zu whispern. Grip ist damit Executioner confirmed. Samuel Paris ist ein Target. Macht es natürlich nicht einfacher, weil jetzt ist natürlich das Ding da, dass der Transporter ihn nutzen wird, um sich selbst zu saven. Und er muss sogar noch Executioner sein, weil der Jailer kann nicht sein Target gewesen sein. Das heißt, sind jetzt hier wirklich Neutral Evil los. Dann haben wir danach zwei Mafia sowie einen SK gegen 2, 4, 5, wobei ein, ja, 5 Townies. Das ist nicht gut.
Da hat er übrigens recht. Es ist eigentlich dumm, ihn jetzt zu killen, weil er macht nichts. Er ist Confirmed Executioner. Der Transporter kann ihn nutzen, um sich selbst zu retten oder jemand anderen, einen anderen Confirmed Townie. Und es gibt immer noch zwei Killer, den Godfather und den Serial Killer. Wir wissen, es gibt ein Medium und einen Transporter, dessen die beiden Town Support Rollen jetzt erstmal raus sind. Und er wird geinnot. Das ist schlau. Also da muss man hier den drei Innovatoren recht geben. Finde ich es gut. Immerweise haben wir jetzt Crawler rausgefunden. Und das gefällt mir wiederum nicht. Der einzige Guilty Voter war halt sein Target. Von daher wären sie blöd, wenn sie jetzt ihn wählen würden. SK macht natürlich mit, das war klar. Die machen das echt. Das wäre so gut gewesen für den Executioner. Ach, Karl Marx ist das? Okay. Die sind dumm. Die versuchen es schon wieder. They are going again for the SK. Why? Danke, Crawler. Du bist schlau. Er ist immun. Du kannst ihn nicht töten. Nimm jemand anderen. Bitte. Er wurde nicht geheilt. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Und der Godfather ist tot. Er ist in den Bodyguard gerannt. Jetzt haben wir es halt verloren. Glücklich vor allen Dingen, dass der Bodyguard natürlich den Serial Killer beschützt. Es läuft gerade nicht für uns. Okay. Ist der Squaller der Letzte? Der wird wahrscheinlich jetzt erstmal draufgehen. Und dann werde ich dem Medium auch sagen, wer der SK ist. Weil ich will nicht, dass er gewinnt. Aber die Votes haben sie nicht mehr. Es ist 3 gegen 3. 3 Bösewichte gegen 3 Townies. Für mich wäre es natürlich gut, wenn jetzt der Consigliere dem Exe hilft, sein Target zu lynchen. Und dementsprechend der SK down geht. Aber das wird nicht funktionieren. Und der Transporter ist ja auch noch, dann habe ich ganz vergessen. Samuel Perez ist Doktor. Random Town Protective. Azerio sagt, Betty Perez ist Mafia. Das ist interessant. Warum gehen sie jetzt auf Betty Perez? Okay, lyncht ihn, das ist auch gut. Für mich ist es super. Oh, jetzt rettet der Transporter gerade den Investigator-Claim. Das ist sehr gut. Crawler wispert zu Crip und das ist sehr schön. Sehr gut, Crawler. Er wispert zurück. Hoffentlich haben sie ihn jetzt. Wow. Jetzt muss ich den SK verraten. Oh, er will sein Achievement kriegen. Das ist dumm. Sollte er nicht machen. Transporter zu attackieren ist auch doof. Er killt gar keinen. Das ist gefährlich. Wenn er drauf geht, haben wir verloren. Betty Paris geht drauf und damit haben wir auch verloren, weil jetzt ist Crawler Confront böse. Es sei denn, der Transporter hilft da irgendwie. Ja.
Jetzt gewinnt auf jeden Fall das Böse. Jetzt mal schauen. Samuel Paris ist Doktor. Der wird natürlich dann gehängt, weil die Bösewichte dann sagen, ah, er muss SK sein. Und danach, da guck, wusste ich's doch. Der Transporter vertraut immer noch unserem Mafioso. Das gefällt mir. Da ist es doch gleich SK, das war voraussehbar. Und jetzt könnte das echt funktionieren. Jetzt muss der Transporter unseren Mafioso retten. Und dann muss der Executioner den Mafioso helfen, den SK hochzuwählen. Dann gewinnen wir das sogar noch. Ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Dass das Target gelünscht wird, war übrigens klar jetzt. Der Transporter kann nicht mehr viel machen, weil der SK und der Mafioso wollen natürlich die Gunst des Executioners haben. Deswegen vereinigen sie jetzt auch gegen ihn. Ja, er ist Confirmed Town. Es kann kein Godfather sein. Mafioso und Godfather sind tot. Aber insgesamt hast du natürlich recht. Jetzt muss der SK den Mafioso killen. Und dann kann der Executioner immer noch auf Seiten der Town sein. Von daher, der Executioner entscheidet, weil der Mafioso selbst nicht attackieren darf. Oder doch? Ist egal. Jetzt kommt's drauf an. Ich glaube aber, dass der Executioner vielleicht eher den Crawler helfen wird. Da beginnt das große Wispern. Wir können nichts machen. Ja. Er will wieder auf Lawlet gehen. Ich glaube, er macht das jetzt, um den Transporter zu killen. Weil er wird sicherlich, der Transporter wird sich selbst transportieren mit einer immunen Person. Jetzt müssen wir warten. Ich kann euch natürlich darauf immer hinweisen, wenn ihr Runden habt für im Kopf des Zuschauers, aufnehmen mit OBS, Afterburner, die sind beide kostenlos. DX, Story Fraps, XSplit, die kosten Geld. Ja, SK hat gewonnen. Das war klar. Town hätte das nicht mehr verlieren dürfen normalerweise. Sie hatten die Votes, haben es versaut. Aber dass halt die zweimal auf den SK gehen, war halt so dumm. Eventuell hätte der Mafioso hier sagen sollen, wir hängen zuerst den SK, weil er kannte ihn ja im Normalfall. Und dann über einen Lucky Punch den Transporter killen, damit dann das Target vom Executioner gelünscht wird. Tja, nicht schlecht, SK. Hätte ich ihn früher verraten, hätte es vielleicht hingehauen. Das Medium hätte halt seine Seance nicht für so einen scheiß Achievement nutzen sollen, sondern einem Townie sagen, dass der SK ist. Aber okay. Passiert. Wir hatten nicht viel Möglichkeit. Vielleicht wäre das frühere Revealen besser gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Habt beim nächsten Mal dabei, wenn es morgen weitergeht. Bis dahin natürlich noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen, Leute.